Das Thema Stockereigentum ist in der Schweiz in den letzten Jahren ein Trend, der sehr stark gestiegen ist. Nicht verwunderlich, wir alle haben das Raumplanungsgesetz, das neue vom Bund, angenommen, das bedeutet, dass man in der Schweiz immer mehr und verdichteter bauen darf. Das heisst, auf bestehenden Grundstücken kann mehr realisiert werden. Wenn mehr kann realisiert werden, kommen wir schnell im Bereich von Mehrfamilienhäusern. Stockereigentum bedeutet, dass ein Grundstück in mehrere Teile aufgeteilt worden ist, sodass einzelne Wohnungen erwerbbar sind und ein eigenes Grundstückblatt überkommen. Irgendjemand muss die Grundstücksaufteilung respektive die sogenannte Stockereigentumsbegründung aber vollziehen, das heisst die rechtliche Geburt der einzelnen Wohnungen machen, damit überhaupt der Endkunde so einzelne Wohnungen kaufen kann. Wir haben den Prozess bereits schon für einige größere Projekte dürfen machen und gehen sogar nochmal einen Schritt zurück, nämlich zu der Grundstücksaufteilung, wo wir Gesamtparzellen, wo eins war, in mehrere Grundstücke aufteilen, beispielsweise in 4 Grundstücke, 3 Mehrfamilienhäuser und eine Tiefgarage und uns auch sehr viel Gedanken machen, wie wir das rechtlich sinnvoll aufteilen, damit es auch in 50 Jahren unter den Stockereigentümern keine Reibereien gibt und sehr klar ist, welche Regeln das gelten. Stockereigentumsbegründung kommt immer auch mit dem Stockereigentümerreglement, wo genau so Sachen drin stehen, wer welche Rechte hat, dass man abstimmen kann, wann ein qualifiziertes Mehr ist und so weiter. Auch dort legen wir sehr viel Wert auf Ganzheitlichkeit, auf ein umfangreiches Reglement und vor allem auf individuelle Gegebenheiten, die in dem Reglement drinstehen. Bei der Miteigentumsbegründung ist anders als beim Stockereigentum nicht ein einzelnes Wohnungsziel, sondern ein Miteigentumsanteil, in der Regel ein Tiefgaragenplatz. Das heisst, man tut den Garage in ein Miteigentum aufteilen, damit man einzelne Tiefgaragenplätze verkaufen kann. Analog zum Stockereigentumreglement gibt es eine sogenannte Nutzung- und Verwaltungsordnung. Und auch die ist wichtig, dass die hinsichtlich der Gegebenheiten vom Standort der Garage natürlich individuell angepasst wird. Zwischen den Grundstücken müssen natürlich auch gewisse Rechte gelten. Darf man beim anderen drüber laufen? Darf man den Spielplatz nutzen, der nicht auf dem gleichen Grundstück ist, wie man die Wohnung hat? Dann muss das mit sogenannten Dienstbarkeiten geklärt werden. Und auch hier bietet mir Unterstützung, bietet sehr viele Investoren Pauschallösungen, dass wir die Grundstücksaufteilung machen, Dienstbarkeitsbereinigungen, Stockereigentumsbegründung, Miteigentumsbegründung und schlussendlich das ganze Paket wieder retour gehen, sodass der Investor die einzelnen Wohnungen kann verkaufen und das Zusammenleben im Anschluss für die einzelnen Kunden stattfinden kann und auch reibungslos funktioniert. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Ihr Projekt einmal analysieren und ein unverbindliches Angebot machen, wie wir Sie in diesem Bereich unterstützen können.